Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Ja, wie ihr vielleicht schon am Videotitel erkennen könnt, ich bin ein bisschen sauer auf dieses Spiel und auf die Entwickler, dass sie hier nach meinem aktuellen Wissensstand zwei Sachen richtig hart verkackt haben, die jetzt mittlerweile ans Tageslicht gekommen sind. Und ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde Gathering Storm, die neue Erweiterung, ist ein wunderbares Spiel. Es verbessert das Spiel wirklich ungemein. Aber liebe Entwickler, fixt doch bitte eure KI. Die KI kommt mit einer Sache absolut nicht klar. Und eins der neuen Völker, da habt ihr wohl nicht getestet, was das später im Late Game für Auswirkungen haben kann. Die erste Sache kann ich gleich zeigen, was hier absolut broken ist und was dringend sofort gefixt werden muss. Und die zweite Sache kann ich nicht zeigen, aber die kann ich quasi erzählen, weil wir haben unseren guten Vertreter, das ist nämlich der gute Mansa Musa, den das betrifft, auch hier mit auf der Map. Und zwar geht es darum, dass die erste von zwei Sachen dreht sich um das neue Rohstoffmanagement hier. Die aktuelle KI ist nicht in der Lage, diese Rohstoffe, insbesondere die Kohle, zu verwalten. Ich weiß nicht, ob das auch bei anderen Rohstoffen geht. Ich würde mal einfach vermuten, ja. Also das, was ich gleich mache, wird wahrscheinlich auch bei anderen Rohstoffen gehen. Vielleicht sogar bei allen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausgetestet. Aber ich bin einfach sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. Ich zeige euch mal, was ich meine. Was die Entwickler hier scheinbar absolut nicht mal im Ansatz bedacht haben. Mansa Musa, ich würde dir gerne ein Stück Kohle verkaufen. Ja, das findest du richtig geil. Was würdest du mir denn für dieses eine einzige Stück Kohle geben? Ein Gold. Ich hätte lieber Gold pro Runde, ehrlich gesagt. Mhm. Oh, du würdest mir für dieses eine Stück... Ja, wirklich unglaublich witzig. Du würdest mir für dieses eine Stück Kohle, also 15 Gold und für 30 Runden lang 4 Gold geben. Also, insgesamt, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe, 135 Gold für ein Stück Kohle. Das wären insgesamt 100... Ja, 100... Also, wenn ich jetzt nicht gerade ganz durch bin, ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen durch, du würdest mir also tatsächlich dieses eine einzige Stück Kohle für 135 Gold abkaufen? Okay. Das machen wir mal. Keine Sorge, ich werde das gleich nicht überspitzen. So, und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Das ist echt unglaublich. Das ist echt... Ich kann nicht glauben, dass das... Hier. Er macht es einfach schon wieder. Und ich mache es einfach nochmal. Und hier, guck mal. Ich verliere noch nicht mal Kohle gerade die ganze Zeit. Das ist doch... Das kann doch nicht sein, dass das hier ernsthaft funktioniert. So, ich habe das jetzt dreimal gemacht. Und hier sehen wir, plus 6 durch Mansa Musa für 22 Runden, plus 4, ja hier, da, da oben seht ihr es auch, plus 4 durch Mansa Musa für 30 Runden, plus 4 durch Mansa Musa für 30 Runden, plus 6 durch, eigentlich müsste dann nochmal plus 4 stehen. Und ich habe noch nicht mal gerade Kohle verloren, sehe ich gerade. Das ist doch kompletter Quatsch und das geht quasi mit jeder KI. Ich könnte jetzt quasi auch sagen, hier, ich verkaufe dir ein Stück Kohle, was willst du mir geben? Ein Stück Gold? Ich hätte lieber Gold pro Runde, was würdest du mir geben? Er gibt mir zwei Gold und, Alter, das sind 152 Gold für ein Stück Kohle, was er mir gerade gibt. So, hat er jetzt gemacht. Ah, hier sind es auch die dritten plus 4 Gold durch Mansa Musa. Und das Schlimme ist, die Kohle wird einem meistens noch nicht mal abgezogen. Also hier wird mir die Kohle jetzt quasi gar nicht abgezogen. Ich mache mir jetzt gerade eine Runde weiter. Wahrscheinlich, weil ich viel zu viel Kohle produziere hier. Das ist doch krank, liebe Entwickler, fix das bitte. Es kann doch nicht sein. Also,
dass mir jetzt hier gerade gar keine Kohle abgezogen wird. Gut, eigentlich hätte ich zumindest Kohle verlieren müssen. Ich versuche mal gerade, was passiert, wenn ich einfach Kohle verschenke. Das ist doch hier Quatsch, ey. Und ihr werdet gleich sehen, worauf ich hinaus will. Also ich könnte mir hier quasi unendlich viel Gold ertraden. Hier, plus 5 durch Sülemann für 30 Runden. Er hat das tatsächlich gemacht. Für ein Stück Kohle. Ich probiere mal gerade was. Wenn ich ihm jetzt einfach 10 Stück Kohle schenke. Oder sagen wir mal 15. Hier, komm. Ich überreiche jetzt mal ein Geschenk. Ja, hier. Sehr witzig. So, wird mir das jetzt abgezogen? Das wird mir jetzt abgezogen. Und wenn ich ihm jetzt noch mal ein Stück Kohle verschenke, vertrade, so ein Stück. Was würdest du mir dafür geben? Ein Stück Gold? Nö, schick mir mal hier Gold pro Runde. Er macht's einfach wieder. So. Okay, das war mir bis eben auch noch nicht klar. Aber seht ihr, was hier gerade passiert ist? Wenn unser Speicher voll ist und wir ein Stück Kohle immer verschenken, kann es sein, dass hier im Spiel tatsächlich irgend so ein komischer Fehler auftritt oder was das sein soll, dass wir quasi unendlich viel Kohle vertauschen können. Wir verlieren aber kein Stück Kohle. Und selbst wenn wir dieses eine Stück Kohle wie hier jetzt verlieren sollten, wisst ihr, was diese KI ernsthaft macht? Ich versuche mir jetzt mal, also mal angenommen, wir hätten jetzt unendlich viel Kohle, wir hätten jetzt all unsere Kohle an ihn vertradet. Für 150 Gold hier runter. So, ich versuche mir jetzt mal, dieses eine Stück Kohle zurückzutraden. Was hättest du denn dafür gerne? Dasselbe. Na, gucken wir mal. Können wir uns vielleicht irgendwie anders einigen? Oder haben sie das zumindest irgendwie mal gefixt? Okay, das scheint sie zumindest halbwegs gefixt zu haben, dass er wenigstens das zurückhaben möchte. Warte mal, wie viel Gold? Warte mal. Ich muss das mal gerade, warte mal, was würdest du mir dafür geben? Okay, warte mal. Er würde mir jetzt 135 Gold. Gibt ihm jetzt für das eine Stück Kohle. So, ich mach das jetzt mal. Er gibt mir insgesamt 135 Gold für dieses eine Stück Kohle. Kann ich mir das eine Stück Kohle immer noch für weniger als 135 zurücktraden? Ich guck mal gerade. Ja, das geht. Es ist jetzt zwar nicht so extrem wie in Beispielen, die ich in Videos gesehen habe, aber schauen wir mal, wie weit wir hier runtergehen können. Wie weit können wir hier runtergehen? 110. Macht das auch für 100? Na, für 100 macht das nicht. Er ist nicht ganz so eine dumme KI. Okay, das heißt, ich habe ihm gerade... Ja, sehr viel... Ja, darüber kann man auch nur lachen. Ich habe ihm gerade ein Stück Kohle verkauft für insgesamt 135 Gold und ich kann ihm dieses eine Stück Kohle für 110 Gold zurückkaufen? Ohne Spaß, ich könnte das die ganze Zeit hin und her traden. Was, liebe Entwickler, was ist denn das für eine KI? Hier, komm, ich mach das sogar, weil ich absolut verzweifelt bin. Was ist denn das für eine KI? Wenn du einen vollen Kohlevorrat hast, kannst du ein Stück Kohle immer und immer weiter vertraden, verlierst das doch nicht mal aus deinem Vorrat und kriegst unendlich viel Gold dafür. Das kann doch nicht sein. Und selbst wenn du Kohle mal verlierst, du verkaufst Kohle für irgendwie 150 Gold und kannst es dir für, keine Ahnung, 80, 90 oder 110 Gold zurückkaufen. Was ist denn das für eine KI? Liebe Entwickler, testet ihr euer Spiel nicht? Es kann doch nicht sein, dass ich ein Stück Kohle verkaufe, mir das entweder gar nicht aus dem Vorrat abgezogen wird, ich unendlich Gold mir erfarmen kann, indem ich Kohle verkaufe, was eigentlich gar nicht da ist, oder selbst wenn es mir abgezogen wird, kaufe ich es mir einfach in der nächsten Runde für viel weniger Gold zurück. Es kann doch nicht sein, dass mir eine KI für 150 Gold ein Stück Kohle abkauft und ich kaufe es mir dafür 110 Gold effektiv zurück. Was ist denn das für eine KI? Und die Preisspanne variiert halt auch extrem. Ich versuche jetzt mal hier ein Stück Kohle loszuwerden. Hier, ich hätte dafür gerne... Oh, das ist doch der Wahnsinn. 190 Gold insgesamt für ein Stück Kohle? Okay. Mache ich. Ich hätte das Stück Kohle jetzt gerne aber auch wieder.
So. Wie viel machst du es? Ist bei dir auch vielleicht der Kurs 110? Ja, okay. Für ihn muss ich immer höher, ein bisschen höher gehen. Wir merken uns 190. Es wird mit Sicherheit nicht so hoch gehen. Das glaube ich nicht. Es sei denn, Gilgamesh ist nicht so mega dumm. Das gibt's nicht. Es ist nicht so extrem wie das, was ich in gewissen Videos gesehen habe. Das ist unglaublich. Er hat uns ein Stück Kohle für 190 Gold abgekauft und ich kann mir das Stück Kohle für 155 Gold zurückkaufen. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Liebe Entwickler, es kann nicht sein, dass die KI so unfassbar dumm ist, dass sie mit dem neuen Rohstoffmanagement kein Stück zurechtkommt. Erstmal, wieso gibt es einen Bug, dass wenn euer Rohstofflager voll ist, könnt ihr immer ein Stück verkaufen und ihr verliert effektiv gar nichts? Man kann sich im Prinzip unendlich viel Gold hier, ja, ertauschen, weil das irgendwie nicht abgezogen wird. Und selbst wenn es abgezogen wird, die KI kauft ein Stück für 190 Gold ab und du kaufst es dann in der nächsten Runde für 160 Gold oder so zurück. Das ist doch ein Witz. Du kannst dir hier ernsthaft mit diesem neuen Rohstoffmanagement unendlich viel Gold ercheaten. Das kann es doch nicht sein, liebe Entwickler. Testet doch mal euer fucking Spiel vorher. Das kann doch nicht sein. Alter, ich kann nicht ausdrücken, wie sauer ich auf die Entwickler bin, dass die so etwas Simples nicht gesehen haben. Und es wird ja noch schlimmer. Es wird ja noch schlimmer. Ich komme ja gleich doch zu der zweiten Sache. Ich weiß nicht unbedingt, ob das schlimmer ist, aber... Alter, was wollte ich denn jetzt mit dem hier machen? Keine Ahnung, wahrscheinlich hier irgendwas modernisiert. Ich bin gerade so durch. Das ist echt unglaublich. Okay, also, wir halten fest, die erste Sache, über die ich mich tierisch aufrege, ich kann mir unendlich viel Gold ertraden, weil die KI nicht in der Lage ist, mit den strategischen Ressourcen umzugehen. Sie kauft mir ein Stück Kohle für 190 Gold ab, ich kaufe es mir dann für 120 Gold oder so zurück. Ja, gar kein Problem. Möglicherweise wird mir das eine Stück Kohle auch gar nicht abgezogen, weil mein Speicher voll ist. Dann verkaufe ich unendlich viel Kohle für unendlich viel Gold und bin der reichste Mensch auf diesem Planeten. Liebe Entwickler, das kann nicht sein. Die KI handelt hier wie die letzten Vollidioten. Du kannst die KI hier systematisch, wenn ich das hier jetzt weiterführen würde, ich könnte quasi meine Nachbarn gezielt in den Ruin treiben. Ich kann dir hier testen, wie viel Gold pro Runde haben die eigentlich. Und ich könnte dann das mit der Kohle unendlich lange so weitermachen, bis die KI 0 Gold pro Runde mehr bekommt. Sobald die dann eine Einheit baut, sind die pleite. Ich könnte das mit der Kohle unendlich lange hin und her tauschen, bis dieser gute Herr hier 0 Gold mehr in seinem Speicher hat und 0 Gold pro Runde mehr bekommt. Es kann nicht sein, dass so etwas hier möglich ist. Das kann nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich Kohle unendlich lange hin und her traden kann. Es kann doch nicht sein, dass die KI das Ganze mitmacht, bis sie 0 Gold und 0 Gold pro Runde mehr hat. Was habt ihr denn hier für eine KI programmiert, liebe Entwickler? Und was soll dieser Bug mit dem vollen Lager? Alter. Ey, das ist einfach unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Und jetzt kommt noch eine Sache, bevor ich hier das Spiel normal weiterspielen werde. Deswegen habe ich die ganze Zeit den guten Mansa Musa als Beispiel genommen. Mansa Musa hat nämlich mit einer bestimmten Build-Order eine ganz tolle Fähigkeit, die Entwickler, glaube ich, gar nicht bedacht haben. Wenn man mit Mansa Musa eine bestimmte Build-Order spielt und ein bisschen Glück hat, dann kann man sich ab dem Zeitpunkt der Demokratieregierung für 0 Gold jede Einheit kaufen, die man will. Also jede militärische oder sagen wir mal fast jede militärische Einheit kaufen, die man will. Auch die stärksten für 0 Gold. Du kannst dir quasi mit Mansa Musa ab dem Zeitpunkt, wo du die Demokratie hast, wenn du es geschickt anstellst, unendlich viel Militär kaufen und du bezahlst dafür nicht eine einzige beschissene Goldmünze. Liebe Entwickler, das kann nicht sein. Und ich werde euch sogar sagen, wie Mansa Musa das macht.
Die Demokratieregierung gibt einem ja einen Bonus auf den Kauf von Einheiten. Genauso macht es zum Beispiel ein Gebäude im Lagerbezirk, wenn ich mich gerade nicht vertue. Und Mansa Musa Spezialgebäude, was glaube ich den normalen Handelsgegröße da ersetzt, hier Handelszentrum, Markt und so weiter. Er hat da, glaube ich, auch irgendwas Spezielles. Ich kann das jetzt nicht nachgucken, aber auf jeden Fall das Spezialding, was er hat, gibt ihm ja nochmal einen Bonus auf Einheiten kaufen mit Gold. Und wenn du dich dann noch mit einem Stadtstaat verbündest, ich glaube, es müsste ein Militärstadtstaat sein, die einen dann meistens am Ende auch nochmal einen Bonus geben auf Einheiten kaufen, dann. Ja, dann rechnet das Spiel diese ganzen Boni zusammen und dank Mansa Musas Spezialgebäude oder Spezialdistrikt, was er da hat, kannst du dir dann ernsthaft ab dem Demokratiegegröße jede militärische Einheit für 0 Gold kaufen. Du kannst dir quasi jede Runde, nehmen wir mal an, du hast 25 Städte. Sag ich jetzt einfach mal, du hast richtig krass expandiert, du hast 25 Städte. Du kannst dir dann jede Runde 25 Einheiten kaufen und bezahlst dafür nicht eine einzige Goldmünze. Jede Runde, jede Runde. Und das Einzige, worüber du dir Gedanken machen müsstest, ist der Unterhalt. Aber da kannst du ja einfach die Politikkarte reinnehmen, dass du weniger Unterhalt bezahlst. Das ist doch, liebe Entwickler, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass man hier Kohle für unendlich viel Geld hin und her traden kann und die KI checkt das nicht. Es kann doch nicht sein, dass man mit Mansa Musa eine Build Order spielen kann, wo man sich ab der Demokratie unendlich viele Militäreinheiten für 0 Gold kaufen kann. Liebe Entwickler, was habt ihr denn hier programmiert? Das kann doch nicht sein. Fix das. Fix das gefälligst. Alter, das. Oh Gott, ist. Ich bin sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. Ich weiß, ich habe mich jetzt die halbe Folge hier über diese beiden Sachen aufgeregt, aber es muss auch mal gesagt werden. Ich habe auch schon einen ganz trockenen Hals, ey. Meine Güte. Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass man hier Kohle mit den KIs hin und her traden kann und die KI gibt einem einen Haufen Geld dafür. Will aber nicht mal andersweise so viel Geld haben, um dieses eine Stück Kohle dann wieder zurück. Ich könnte mich jetzt ernsthaft 6 Stunden in den Tauschbildschirm setzen und ich wäre danach der reichste Mensch, die in der Civilization-Geschichte. Die KI würde mir ihr gesamtes. Ich könnte Mansa Musa oder Süleyman oder. Keine Ahnung, hier, hier, diese. Hier, ja, ich könnte jede KI wirtschaftlich komplett ruinieren und runterhandeln. Ich könnte das ganze Spiel, wenn ich es wollen würde, jetzt so weitertreiben. Okay, Harald würde mit mir logischerweise aktuell nicht handeln, aber ich könnte jede KI und England hier logischerweise gerade auch nicht, ich könnte jede KI mit einem Stück Kohle immer hin und her so weit runterhandeln, dass sie 0 Gold und 0 Gold pro Runde haben. Ich könnte hier jede KI wirtschaftlich ruinieren mit Kohle. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das auch später mit Öl geht oder ob man das auch am Anfang mit Eisen machen kann. Ich habe die Vermutung, dass es geht, aber es geht auf jeden Fall mit Kohle, das weiß ich. Ob das mit Eisen geht, ich kann es ja mal theoretisch ausprobieren. Ich glaube, also es könnte sein, dass es jetzt nicht mehr geht, weil Eisen ist halt, nee, Eisen ist jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang geht. Kann ich jetzt logischerweise nicht mehr ausprobieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang geht. Und liebe Entwickler, das müsst ihr fixen. Die KI ist nicht in der Lage, mit diesen strategischen Ressourcen vernünftig umzugehen. Die kaufen ein Stück Kohle für 190 Gold und verkaufen es dann für 110 Gold wieder zurück. Was ist denn das für eine KI? Wenn ich so ein Geschäft führen würde, wäre ich in 5 Minuten pleite. Das kann doch nicht angehen, dass die KI das ernsthaft macht. Liebe Entwickler, fixt das. Und es kann nicht sein, dass man mit Mansa Musa eine Build Order spielen kann, wo man ab dem Demokratiegegröße jede Einheit, jede militärische Einheit unendlich lange für 0 Gold kaufen kann. Das ist doch absolut broken. Alter. Ich klicke jetzt auf eine Runde weiter und trinke erstmal einen Schluck, ey. Ich brauche meine Apfelschorle. Alter, ich bin fertig, ey. Alter. Okay. Gut.
Ich habe mich jetzt ungefähr die halbe Folge über diese beiden Sachen aufgeregt, aber auch zu Recht möchte ich anmerken. Ich hoffe, die Entwickler fixen das. Ich hoffe, die Entwickler geben der KI ganz, ganz schnell ein Update, dass sie mit diesen Rohstoffen hier nicht mehr so eine Scheiße macht. Also, sie müssen auf jeden Fall den Bug fixen, dass es bei vollen Lagern vorkommen kann, dass du gar keine Rohstoffe verlierst, selbst wenn du immer und immer wieder ein Stück vertradest. Das kann nicht sein. Das war jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen Glück, dass ich den Bug jetzt auch noch hatte. Den Bug hat man eigentlich nicht immer, aber immer öfter, wie es scheint. Vielleicht hat man ihn doch mittlerweile immer, ich weiß es nicht. Ein Musketenpikinier. Ja, du kannst erstmal hier stehen bleiben. Ich bin sowieso nervlich am Ende. Was wollte ich denn mit dir überhaupt machen, ey? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Oh Mann, ey. Entwickler, was habt ihr hier nur angerichtet? Was habt ihr hier nur angerichtet, ey? So, aber gut. Ich habe die drei Punkte angesprochen, beziehungsweise zwei Punkte mit einem Bug verknüpft. Ich hoffe, die Entwickler fixen das. Ich hoffe, die Entwickler fixen das ganz schnell. Was soll ich denn jetzt machen? Hier. Hier soll ich etwas bauen. Ja, ich würde mal sagen, ich baue hier die Börse. Müsste hier aber noch die Stromversorgung sicherstellen, oder? Darum kann ich mich aber später kümmern. Diese Stadt müsste ja eigentlich mit Energie versorgt sein. Ein, zwei, ja. Aber wieso ist hier nicht das Symbol? Habe ich hier noch keine Fabrik drin, oder? Ach nee, habe ich natürlich nicht. Ja gut, dann bauen wir hier die Börse. Die Stromversorgung von hier unten vom Kohlekraftwerk müsste ja theoretisch ausreichen. Oh Mann, ey, liebe Entwickler. Mach die KI bitte schlauer, dass sie nicht unendlich viel Kohle immer hin und her tradet und sich in den Bankrott wirtschaften lässt. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich das jetzt ausnutzen würde, ich hätte unendlich viel Gold. Die KI ist nicht in der Lage, das irgendwie... Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich baue hier den Campus, den ich eigentlich schon ewig bauen wollte. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wieso man ein Spiel programmiert und so etwas nicht testet. Es kann doch nicht sein, dass die KI sich so über den Tisch ziehen lässt. Es kann doch nicht sein, dass die KI für ein Stück Kohle jeweils so viel Geld ausgibt und es dann übelst billig wieder zurückverkauft. Du kannst die KI damit ruinieren innerhalb von einer Runde. Du kannst dir unendlich viel Gold ja quasi ercheaten pro Runde. Es ist ja noch nicht mal ein Cheat. Es ist einfach eine dumme KI. Und wenn dein Lager voll ist, kann es sein, dass dieser Bug auftritt, dass du die Kohle noch nicht mal verlierst. Du kannst unendlich viel Kohle vertraden. Und mit Mansa Musa gibt es eine Build-Order, wo du ab dem Demokratiegedöns 0 Gold für alle Einheiten ausgibst. Du hast unendlich viel Militär und bezahlst dafür nicht einen Goldschick. Das kann es nicht sein. Alter, das kann es nicht sein, liebe Entwickler. Was ihr hier verzapft habt, das kann nicht sein. Alter. Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert. So, hier bauen wir auch die Börse. Kann ich 1, 2, 3... Ach ja, stimmt. Die Stadt müsste ja auch versorgt sein mit Strom. Fluchtweg wählen. Ja, hier zu Fuß. Agent wurde getötet. Ja, komm, passiert. Ja, ich hoffe, ich habe meine Meinung klar und deutlich ausgedrückt und klar und deutlich aufgezeigt, wieso dieses Spiel hier ganz dringend mehrere Updates braucht. Die KI muss ganz dringend überarbeitet werden. Das Volk von Mansa Musa, also die Mali, muss ganz dringend überarbeitet werden. Und dieser Bug hier mit den vollen Lagern muss ganz dringend gefixt werden. Diese drei Punkte, wieso... Ich meine, wie lange gibt es Gathering Storm jetzt schon? Wieso wurde das immer noch nicht gefixt? Das kann es nicht sein.
Wenn ich jetzt quasi Multiplayer-Partien mit anderen spiele, muss ich vorher immer abklären, dass das nicht gemacht wird. Und das Schlimme ist, du kannst das ja noch nicht mal überprüfen. Du kannst das ja. Wie willst du denn in einer Multiplayer-Partie? Ich meine, du bist es im Multiplayer Mansa Musa verbieten. Weil der ist absolut broken im Late Game durch diesen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das tatsächlich so gewollt ist. Ich weiß es nicht. Das kann nicht sein, ey. Also, generell gilt das eigentlich. Was macht er denn hier jetzt? Generell gilt das eigentlich für jede Ressource, nicht nur für Kohle, sondern auch für diplomatische Gunst. Du kannst der KI jede Runde sämtliche diplomatische Gunst uptraden, wenn du genug Gold hast. Und du hast easy peasy ein Diplomatie-Sieg. Also, das ist jetzt nicht nur ein Problem mit Kohle. Ich bin mir sicher, du kannst das am Anfang auch mit Eisen machen. Ich bin mir sicher, du kannst das am Anfang auch mit Salpeter machen. Ich bin mir sicher, du kannst das später auch mit Öl machen. Alter, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Diese KI ist nicht in der Lage, mit strategischen Ressourcen, diplomatischer Gunst oder sonst irgendetwas umzugehen. Das kann die KI nicht. Das kann die KI einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, was Norwegen hier jetzt macht. So. Versenken wir den guten Kollegen mal. Boah, liebe Entwickler, fix das. Fix dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel immer noch, aber. Oh Gott, ey. Oh, er möchte Frieden. Klar, machen wir. So, jetzt müssen wir nur noch mit England irgendwie wieder Frieden schließen. Dann ist der ganze Kasperle-Zirkus hier auch mal vorbei. Ich bin gespannt, ob ich den Panama-Kanal hier wirklich durchkriege. Nein. Ey, diese KI, das ist einfach unglaublich. Das ist einfach unglaublich, was hier möglich ist. Unglaublich. So, wir stellen uns mal wieder hier hin. Du fährst mal zurück und wirst dich erstmal schön geschmeidig heilen. Kann ich mit ihr eigentlich auch Frieden schließen? Ich meine, ja, komm, hier. Das ist doch Schwachsinn. So, wir haben wieder hier Frieden. Muss ich meine Stadtmauer jetzt eigentlich reparieren? Ich meine, sie hat ja ein bisschen Schaden genommen. Sehe ich jetzt irgendwie nicht. Dieses Gebäude benötigt Stadtmauern. Ich habe doch Stadtmauern. Wieso kann ich meine Stadtmauer denn jetzt nicht reparieren oder sehe ich es gerade nicht? Verstehe ich nicht, aber ich möchte ja hier eh den Kanal bauen. Tja, also mein Megaprojekt funktioniert hier wenigstens ohne Probleme. Ich kann von dem Weltmeer ins kleine Tote Meer fahren und dann rüber in dieses Binnenmeer hier. Sehr, sehr cool. Panzerabwehrmannschaften, ja, sehr gut. Ich bin begeistert. Oh Mann, ey. Oh Mann, 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 Mann. Wieso wollt ihr dieses Ge. Nein. Ich verkaufe euch nichts.
Zuma denkt über einen Krieg gegen Norwegen nach. Na sowas. Oh, boah, ich muss nur einen Schluck trinken. Ich hab gerade so einen Kratzen im Hals. Oh, boah. Jetzt haben wir wieder irgendeinen Stadtstaat verloren. Ey, das ist echt... Du kannst die KI hier sowas von mit heruntergelassenen Hosen über den Tisch ziehen. Oh. No. No. Der Vulkan. Aua. Unser Militär hat gelernt, zwei Militär... Nationalismus erzeugt Nationen und nicht andersherum. Ja, danke schön. Wir machen mal das hier. Jerewan. Jerewan, Jerewan, Jerewan. So. Jerewan hole ich mir jetzt einfach wieder. Das ist jetzt nicht so das große Problem, kann ich mir leisten. Ein Gouverneurstitel. Wen möchte ich denn noch haben? Sie wäre natürlich auch nicht schlecht. Die Aquakultur haben wir schon. Ich glaube, ich befördere Magnus. Und mache mal das hier. So, das Problem ist, Magnus steht hier gerade. Er sollte am besten mal hier hingehen. So. Das heißt, wir bekommen ein viel größeres Energieinkommen, wenn er denn dann hier ankommt. Oh Mann, Civi, ey. Dass man dich so abusen kann. Holy shit. Was möchten wir denn als nächstes machen? Wo ist eigentlich Hansrepublik? Wo ist eigentlich? Hier, ach, hier ist ja die gute Demokratie. 25% Rabatt auf Kauf mit Gold. Ja, das ist, wie gesagt, wenn man das kombiniert und auch noch Mansa Musa ist und das ein bisschen geschickt ausspielt, 0 Gold für alle Militäreinheiten. Ein Träumchen. Ja, großartig. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Baut zwei Feldkanonen. Ich mache mal das hier. Baut zwei Feldkanonen. Wohl eher kauft zwei Feldkanonen. Das ist echt unglaublich, ey. Kann ich denn überhaupt schon Feldkanonen... Bombarde, Armbrustschützen? Ich habe doch gar nicht irgend sowas mit Feldkanonen. Alter, ich bin geschockt, dass man diese KI hier so krass verarschen kann. Ich bin einfach geschockt. Nope. Oh Mann, aber ich musste das einfach ansprechen. Also,
ich musste diese unglaublich dumme KI einfach ansprechen. Es kann nicht sein, dass du unendlich Kohle hin und her traden kannst und du kriegst einfach unendlich Gold und die ganze KI geht pleite. Das kann doch nicht sein, dass die KI das mitmacht. Und der Bug mit den Fondlager. Und dieser Trick mit Mansa Musa, dass du ab Demokratie gar nichts mehr bezahlen musst für Militär. Das ist doch alles Quatsch, was die Entwickler hier gemacht haben. Also tut mir leid, das ist Quatsch. Das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Laventa, 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 was ist denn mit dir passiert? Oh, ja okay, Laventa habe ich wirklich verloren. So, es wird wieder Zeit, hier Allianzen zu schließen. So. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, mit wem ich was hatte. Wahrscheinlich das hier. Ich müsste mir das eigentlich merken, weil ich glaube, wenn das eine neue Stufe erreicht, dann kriegt man ja, glaube ich, noch mal mehr diplomatische Gunst, wenn ich mich nicht ganz vertue. Aber ich glaube, ich mache das bisher richtig. So, nur bei den letzten beiden hier. Keine Ahnung, was wir hier jetzt noch mal gemacht hatten. Okay, es wird wahrscheinlich das hier gewesen sein. Lalalala, lalalala. So. Ja, guck mal. Oh Mann, KI. KI, KI, KI. Ein Hafen für noch mehr Gold. Warum eigentlich nicht? Errichten wir hier mal einen Hafen, um noch mehr Gold zu scheffeln. Was soll der Geiz? Warum eigentlich nicht? So. Ja. Meine Schatzkammer fühlt sich beträchtlich und wenn ich diese dumme KI ausnutzen würde, wärt ihr alle pleite, hättet 0 Gold und 0 Gold pro Runde und ich hätte all eures, all euer Gold. Das ist unglaublich. Meine Schatzkammer füllt sich besonders mit der Dämlichkeit dieser KI. Ja, Gilgamesh, du bist ganz toll. Oh Mann. Ich verkaufe meinen Kram nicht. Unglaublich. Unglaublich. Oh, du möchtest den Spion wieder. Hui, 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 hui. Ja, genau, als ob ein Spion so wichtig ist. Ja, komm, mach, ey. Das ist unglaublich, dass es ist. Dass sowas hier geht. Dass sowas hier geht. Yay! Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst du für immer auf Erden wandeln mit deinen Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort wird es dich immer wieder hinziehen. Ja, ne? Das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. So, baut zwei Feldkanonen. Wo kann man denn die Feldkanonen hier sich holen? Die Feldkanonen hier. Hab zwei. Ja, komm, 6 Runden ist gar kein Problem. Mal gucken, ob ich mir den Bonus dann noch rechtzeitig holen kann. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ach ja, ich wollte ja noch was nachgucken. Wegen der diplomatischen Gunst. Nicht, dass die KI jetzt hier auf einmal diplomatische Gunst einkauft wie sonst was. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig.
Schauen wir mal gleich nach. Zur Not, wir können uns ja einfach immer diplomatische Gunst kaufen. Ist ja gar kein Problem. Das Industriezeitalter endet in 10 Runden und mir fehlen noch 3 Punkte. Ach, ganz ehrlich. Die 3 Punkte. Die 3 Punkte kann man sich auch sonst wohin stecken. Ich bin durch. Ich bin einfach nur durch. Ich glaube, ich werde gleich auch die Folge ein bisschen eher beenden. Ich mache nicht die Stunde voll, aber ich mache noch die Dreiviertelstunde voll. Was können wir denn hier mal bauen? Vielleicht ein... Ich könnte hier einen Kanal hinbauen, dann würde ich... Oh. Industriebezirk, hier würde es... Warte mal, hier, die Stadt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier, ein Industriegebiet, würde diese 4 Städte mit Strom versorgen. Ganz ehrlich, da bauen wir eins hin. Da bauen wir eins hin. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Ja. Genau, diplomatische Gunst. Wie sieht es denn der aktuell aus? Ich habe 1800. Ui, hier, 504. Ui, okay, die KI. Die KI sammelt wieder. Die KI sammelt wieder, aber... Ja, was soll man sagen? Ich könnte jetzt hier natürlich einfach mal wieder 20 diplomatische Gunst verlangen. Wie viel waren das? 110 oder 120? Kann ich das jetzt eigentlich nochmal machen oder geht das nur einmal? Okay, man kann das nur einmal pro Runde machen. Aber da ich halt so viel Gold habe... warte mal, Gilgamesch hat da auch noch richtig viel diplomatische Gunst. Hier können wir auch nochmal 20 uptraden. Also es ist gar kein Problem. Das ist der Wahnsinn, dass die KI auch das hier macht. Das ist doch der Wahnsinn. So. Jetzt bin ich bei über 1800. Und die hier. Und das ist... Das kann ich jetzt quasi jede Runde machen. Jede Runde kann ich das machen. Das ist der Wahnsinn. Wieso vertauschen ihre diplomatische Gunst so mega krass? Alter. Oh Mann. Das ist der Wahnsinn. So, Sekunde. Tja, ich bin ein gefragter Blub. Ich muss nebenbei noch Nachrichten auf Steam beantworten. Wieso schicke ich den hier eigentlich hoch? Ich glaube, die eine Runde werde ich jetzt noch zu Ende spielen. Und dann werde ich die Folge aber auch beenden. Hier kommen. Ich schicke die einfach mal dahin. So, du sollst dich dann bitte einmal heilen. Dann würde ich einfach mal sagen, dann machen wir das Spielchen hier weiter. Also, lalalala, lalalala. Die machen niemals... das wollte ich nicht. Die machen niemals 20 diplomatische Gunst die Runde. Ich kann sie hier einfach... Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Wollen wir Gilgamesch? Das könnte ich theoretisch mit jedem Dude hier machen. Das kann doch nicht sein, dass die KI... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich könnte das theoretisch hier. Hast du auch noch diplomatische Gunst? Wie wär's? Abkommen aushandeln. Ja, gar kein Problem. Gebt mir all eure diplomatische...
Gebt mir all eure diplomatische Gunst. Ja, easy. Ich hab's doch. Das ist einfach der Wahnsinn. Komm. Die 2000 knacken wir noch, oder? Die 2000 knacken wir noch. Gar kein Problem. Oh, er möchte nur 10 oder so traden, oder was das war. Hier kommen 100 Gold, ich hab's doch. Gar kein Problem. Alter, ja. Ladies und Gentlemen, was für eine verrückte Folge Civilization. Liebe Entwickler, bitte fixt diese Scheiße mit den KIs, dass sie Rohstoffe hin und her traden und dabei sich in den Ruinen wirtschaften. Fixt diesen Bug mit dem vollen Lager. Überarbeitet Mansa Musa, es kann nicht sein, dass man den so spielen kann. Und wieso verkauft mir die KI ihre ganze diplomatische Gunst? Ihr, guck mal, ich kann sie jetzt übelst krass runterkaufen. Der Diplomatie-Sieg ist mir quasi sicher. Die KI verkauft mir einfach alles. Es ist unglaublich. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Und boah, ich bin erstmal durch. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann und ciao.